Sie lassen uns glauben, wir hätten die Zeit im Griff. Ich habe immer weniger im Griff. Die Protestwelle um den Bundespräsidenten reißt nicht ab. Weißt du noch damals? Es war schön. Hast du deine Umfragewerte gesehen? Eine Katastrophe. Du reißt die Partei mit in den Keller. Du bist nie mehr du. Du wirst auch nicht mehr zu mir zurückfinden. Bis Mittag erarbeiten Sie mit der Protokollabteilung ein vollständiges Drehbuch. Du für einen Staatsbesuch, wie ihn die Medien noch nie gesehen haben. Das Maximum an Event, was man aus einem Staatsbesuch herauspressen kann. Hier dieses Ding ganz groß auf. Aber die Bilder, was soll ich dem Fernsehen erzählen? Du hast deine Frau verloren und du bist gerade dabei, dich selber zu verlieren. Wir sind am Ende. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Das gibt's nicht. Sie muss da sein. Diese junge Frau ist mir leider nicht bekannt. Majestät, meine Gemahlin hatte spontan den Wunsch, eine hier geborene Bürgerin ihrer großen Nation möge sie willkommen heißen. Nehmen Sie es als ein Zeichen der engen Verbundenheit unserer beiden Länder. Siehst du, so läuft das. Alles im Fluss. Ihr Freund, der Herr Bundespräsident, entwickelt sich zu einer Gefahr für unsere christlichen Grundwerte. Vorsicht, so ein Kater hat seine 7 Leben. Sagt man wenigstens. Ich glaube nicht mehr, dass das Pakt. Er hätte zwar die Fähigkeiten dazu, aber eins geht ihm ab. Größe. Soll das ein allabendliches Ritual werden, diese Begegnung hier? Ist es Ihnen nicht recht, dass ich noch da bin? Kleine Unregelmäßigkeiten verträgt unser System. Die verspielen sich. Ich geh's da raus. Allein.